Was ist denn heute los? Das nächste Epic im Laden. Hallo, 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 weiter geht es mit Shakes and Fidget. Willkommen dazu, ich bin der Lars, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren wundervollen, wunderschönen Tag. Morgen startet ein neuer Server und zwar von einem Browser-Game, was altbekannt ist, beziehungsweise doch eine, nennt man das Konkurrenz, aber Ähnlichkeiten zu Shakes and Fidget hat und zwar Hero Zero startet und ich wollte da ja auch ein bisschen starten. Da gucken wir doch mal morgen, ob es schon ein Video dazu gibt. Ich kann es euch nicht garantieren, beziehungsweise versprechen, wir werden es sehen, ob Lars morgen etwas Hero Zero macht. Dachte ich mir, okay, dann produziert sie jetzt schon mal so ein bisschen. Also ist heute, für euch, Entschuldigung, ist für euch ja schon heute, nicht morgen. Entschuldigung, oh mein Gott, was macht der Lars? Der redet so viel Blödsinn, ganz viel Blödsinn. Ich hab ein Epic. Ich hab da ein Epic drin. Hab ich das Epic jetzt so bekommen oder durch die Tränke? Hab ich das Epic durch die Tränke gerade bekommen? Ich hab's nicht gesehen, Leute. Das ist auf jeden Fall nice. Schönes Ding. Schön, schön. Alle Attribute 381 will ich gar nicht haben. Das ist ziemlich blöd. Ich habe gerade die Pilze dicke sitzen. Von daher gönnen wir uns das Gerät einfach mal. Der Gerät. Wir nehmen es einfach jetzt so just for fun. Vielleicht geben wir sogar unser irgendeinen Begleiter. Dann können wir den ein bisschen equippen, weil die Pilze habe ich. Und bevor ich jetzt so vergammeln lasse, 381, 392, 400. Ja klar, also der Krieger braucht es auf jeden Fall. Der Krieger braucht das Gerät, das ist ein schönes Update. Ja, na klar, Kriegelein, nimm das Ding. Der kann weg und dann passt das Ganze. Also Server 8 morgen starten morgen bei Hero Zero und ich will ja ein bisschen wieder spielen. Ich habe wieder Bock auf Hero Zero. Von daher kann das sein, dass es dort morgen ein Video kommt. Char von Richix 3 oder Richi X3. Richi mal 3, wie auch immer. Ich hätte eine Nachfrage und zwar, ob du so ein Nice wärst, ob du nicht so ein Nice wärst und mein Char bewerten würdest. Ob ich Nice wäre? Ich bin natürlich Nice, deswegen werde ich deinen Char nicht bewerten. Doch, wir schauen mal eben, der Richi mal 3, beziehungsweise Richi oder Richix, ich kann dich nicht aussprechen. Du bist ein bärtiger Boy, das ist sehr interessant. Du hast einen Sammel nur von 65%, was mir nicht gefällt, mein junger Herr. 100 Alu-Spieler, wie man sieht, Tränke sind akzeptabel, itemmäßig. Sehen wir hier Defizite bei den Items? Ich glaube, wohl kam aus. Oh, ein schöner Ring. Schönes Ding. Ja, das läuft doch hier alles bei dir. Skillmäßig 1104 zu 1190. Da würde ich auf jeden Fall etwas mehr Geschick skillen. Und den Glückswert hast du vergessen. Skill den Glückswert genau wie die Nebenattribute. Glück und etwas mehr Geschick skillen. Das sind so die Sachen, die du gerne machen solltest. Die ich dir empfehlen kann. Was haben wir hier? Sammelalbum von 99,71%. Ist auch sehr, sehr geil. Jetzt werden wir auf jeden Fall noch etwas skillen. Wir sind Stufe 315. Willkommen im 315er Club. Ich bin der Lars und ich bin dabei. Sehr geiles Ding. Arena-Kampf dann ist auch okay. Gilde haben wir hier. Einen Gildenkampf gegen Merlins Meister. Da bin ich ja mal gespannt, was hier passiert. Merlins Meister sind am Start. Und ja, ihr könnt gerne Sachen schreiben zu Hero Zero, wenn ihr Bock habt. Aber wir spielen gerade Shakes and Fidget. Mir ist es egal. Denn wie gesagt, dazu kommen bald ein paar Videos und ich hoffe doch mal, es wird euch ansprechen und auch interessieren, genau wie Shakes and Fidget, da gucken wir mal rein. Und wenn es gut ankommt, werde ich es auch weitermachen, so ist es nicht. Also wenn ihr es sehen wollt, werde ich weiterhin dann auch ein bisschen Hero Zero machen. Ich kann es leider jetzt vorweg nicht versprechen, dass ich es jeden Tag bringe, da es zeitlich doch sehr, sehr krass ist, zwei Videos immer aufzunehmen pro Tag von zwei Browser-Games, die ja... Man muss ja bei Browser-Games, das ist Desaster, beziehungsweise doch so ein kleines... Sag mal, für euch ist es geil, natürlich. Für euch ist es geil, ihr habt immer aktuelle Folgen, wo ich immer aufs aktuellen Stand bin, beziehungsweise wo immer alles top, super geil ist, weil ich nehme es einen Tag vorher auf, höchstens. Also, ich sag mal so, höchstens 10, 15 Stunden später wurde das Video erst erstellt. Ich kann es hochladen und seht, ich bin Rang 6 und wenn ihr das Video schaut, bin ich vielleicht Rang 10 oder so. Auf diesem Server. Auf anderen Servern... Beziehungsweise, wenn ihr das seht, sage ich, ich fange jetzt einen neuen Server an, bin ich immer noch den gleichen Stand des Levels, meistens, weil ich ja Happy Hour spiele auf neuen Servern und so weiter und so fort. Also habt ihr immer den aktuellen Stand von diesem Game. Ich kann hier nicht vorproduzieren, das ist nicht möglich. Natürlich habe ich viele Servers, bedeutet, ich könnte jetzt die Server dort reinpacken, dann könnte ich ein bisschen vorproduzieren, aber dann seid ihr nicht mehr auf den aktuellen Stand und das ist der Vorteil von einem Spiel, beziehungsweise von einem Browser-Game wie Shakes and Fidget oder Hero Zero. Ein großer Vorteil für euch, aber... Ich sag's mal, ein Nachteil für mich, denn, wie schon erwähnt, ich kann nicht vorproduzieren und das ist ein bisschen blöd. Ihr müsst überlegen, ich bin ein YouTuber. Wer hätte es erwartet, dass ich ein YouTuber bin? Also niemand. Und ein YouTuber, normalerweise, nimmt er auf Vorrat auf, da, weil halt, er kann nicht jeden Tag Videos machen. Könnte schon, ich mach's ja, aber es ist auf jeden Fall geiler, jetzt so, sag ich mal, so halbe Stunde, Stunde am Stück aufzunehmen, beziehungsweise zwei, drei Parts, dann hat man die auf Vorrat.
kann sich immer einteilen und nicht mal so eine enge Kiste, dass man sagt, oh, ich muss heute noch ein Video machen, bla bla bla, ich muss aber noch weg, ich muss da, ich muss da Leute, weiß ich, vergewaltigen und da irgendwelche Leute umwerfen oder Kühe wegtreten, dann kann man das nicht machen, beziehungsweise dann ist man, natürlich geht Real Life vor, sag ich mal, und dann ist man halt da und dann kommen die Videos erst später, beziehungsweise gar nicht. Das ist der Nachteil hier an Shakes and Fidget. Deswegen sage ich auch mal, es ist richtig schwierig mit Shakes and Fidget, beziehungsweise es ist richtig schwierig bei Shakes and Fidget auch täglich Videos rauszubringen. Sowas, was ich mache. Das ist sehr, sehr zeitintensiv und ich hoffe, ihr respektiert das Ganze auch, dass es so zeitintensiv ist, mit einem Daumen nach oben. Bei 100 Daumen nach oben würde ich mich freuen darüber, dass sie dies getan hat. Nein. Aber es ist einfach so. Es ist richtig zeitintensiv und täglich immer aufnehmen. Ist auch ein bisschen stressig, aber ich habe mich schon so langsam dran gewöhnt. Ist schon Alltag bei mir geworden, denn ich mache es ja schon so ein Jährchen sogar noch länger. Ihr seht es an meiner Partanzahl. Hallo, was ist denn da los, Honigräuber? Wirst du vielleicht fallen? Und bei Hero Zero ist quasi dann das zweite Projekt, wo man das Ganze täglich machen muss. Und man muss auch täglich Diablo spielen und so ein Scheiß. Energie dann bei Hero Zero. Das ist sehr krass und mein Augenlicht liegt dann doch eher bei Shakes and Fidget, weil da seid ihr dran gewöhnt, beziehungsweise wollt ihr sehen. Ich sehe es ja zurzeit an den Views, an den ganzen Kommentaren und an den ganzen anderen Zeug alle. Ihr wollt Shakes and Fidget sehen, deswegen gebe ich euch auch Shakes and Fidget und werde weiterhin täglich Parts machen, solange ich noch Lust habe. Also ich habe immer schon gesagt, wenn ich keine Lust mehr habe auf Shakes and Fidget, dann höre ich auf. Es kann passieren, also ja gut, von heute auf morgen vielleicht nicht. Aber wenn ich irgendwann keine Lust habe, das merkt ihr bestimmt auch. Also ihr müsst es als erstes merken, wenn ich keine Lust mehr auf Shakes and Fidget. Dann würde ich jetzt hier sitzen, Shakes and Fidget, ja, versuchen mal den Honigräuber. Wenn der jetzt fällt, dann haben wir Spaß. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Dann würde ich ja so sitzen und die ganze Zeit nur Scheiße labern. Aber zurzeit macht es mir noch Spaß, deswegen produziere ich ja weiter. So ist es ja nicht. Und was ist denn heute los? Das nächste Epic im Laden. Was ist denn los? Was ist denn hier? Hallöchen, sind wir irgendwie gerade... Ist hier irgendwo die versteckte Kamera, die ganze Epics hier irgendwie reinwirft? Was ist... Das gibt's doch gar nicht. Das nächste Epic, Dreier-Epic. Und ich habe 18 Pilze. Ich muss schon wieder Pilze hier aufladen. Oi, sehe ich ja gerade. Das ist eine geile Robe. 443. Das ist schon ein schönes Ding. Ich hoffe doch mal von der Rüstung her, kriegen wir keine Defizite bzw. Probleme. Da gucken wir doch mal. Ich würde sagen, wir machen das jetzt so. Das kann weg. Kaufen den Kollegen. Oh, jetzt sind wir ziemlich gespenstisch unterwegs. Wir haben immer noch 10%, wunderbar. Dann gehen wir auf den Dungeon. Ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich noch ein Epic im Zauberland, dann habe ich Probleme. Gehe auf den Magier und gebe ihm das hier. So, 408, 438, gehe dann hier drauf. Und gehe dann hier drauf und schmeiße dann dies hier hinein. Plopp. Ich dachte gerade, das wäre weg. Es war einfach gerade weg. Es war das, die gespenstische Robe, wie auch immer. Das gespenstische Hemd, wie nennt das? Gespensterumhang. Und der ist halt weg, ne, wenn man ihn reinschmeißt. Ist ja logisch. Was geil ist für einen Krieger, das sieht ziemlich cool aus. Aber ich glaube, der hat was Besseres. Na klar. Ich meine, er hat den englischen Briefkasten des Wortspiels. Panzer, Post, gleich LOL. Ich bitte euch. Von daher kann das weg. Das kann weg. Oh, das können wir auch noch ins Klo schmeißen. Fällt mir gerade so auf. Jetzt müssen wir nochmal auf die Hexe gehen. Ich dachte gerade, das ist auch ein Epic. Alter Schwede, ich dachte gerade schon. Muss man Pilze aufladen für Epics hier. Dann müssen wir das nehmen, wunderbar. Dann haben wir das beim Server 22 Kollegen, müssen wir das nicht machen, weil dort haben wir das unserem Begleiter gegeben. Sehr gut. Drei Pilze, ich habe Alu schon fertig, zum Glück. Ui, können wir drei Tries machen, dann lade ich morgen hier wieder auf. Genau wie auf Server 1 kommen wir auch gleich dazu, habe ich noch nicht aufgeladen. Entschuldigung, da habe ich nicht mehr dran gedacht. Hab dann jetzt nur 100 Alu gespielt, wie auf den anderen Chars. Und hab dann einfach Staffache geklickt und dachte mir, dann machen wir halt später das. Jetzt ist es schon zu spät und jetzt schaffe ich es jetzt nicht mehr, die Alu zu spielen. Deswegen werden wir dann halt hier morgen wieder 300 Alu spielen, wenn ich aufgeladen habe. Genauso wie auf Server 23. Ich hoffe, das ist schön. Ich habe halt ziemlich viele Pilze rausgehauen bei dem 9000 Abonnenten-Special. Deswegen habe ich keine mehr auf den ganzen Server. Na, egal, das ist kein Problem. Ich wollte eigentlich warten bis zum Pilz-Dealer-Event, was vielleicht sogar am Wochenende kommt. War dieses Wochenende, bis jetzt diesen Monat schon was? Wenn nicht, muss es ja Samstag und Sonntag kommen. Dann spiele ich jetzt ein bisschen Pilz schon auf Server 3, wenn Server 1. Ich hoffe, das ist okay. Und dann lade ich da etwas größer auf. Das ist so der Plan. Und ich denke mal, das ist in Ordnung, wenn ich das so umsetze. So 100 Pilze, reichen die für eine Woche? Ja, muss ich schauen. Muss ich schauen. Hallo Lars, ein paar Fragen an dich. Okay. Was ist denn los, mein junger Freund? Schicken Sie mir Fragen. Yo Lars, ich bin der Max und komme von Server 31. Heiße dort Hell Patrol oder Patrol, wie auch immer. Und wollte dir mal ein paar Fragen stellen. Nach deinem 9000 Abo-Special erstmal Graz dazu, Dankeschön, habe ich gesehen, du willst als Krieger auf Server 32 anfangen. Mit 300 Alu, beziehungsweise hast du schon eine 300 Alu-Gilde gefunden? Nein. Ich will dort auch anfangen und ich wollte dich fragen, ja, ich bin noch ein fresher YouTuber, ob du Lust hättest,
während des Serverstarts mit mir und ein paar Kumpels zu skypen. Sind alles vernünftige Leute, werde auf dem Server 32 als Mage mit 300 Power starten und dort dominieren, später oder früher. Liebe Grüße, Hellpatrol, Hell's Ending. Ich werde nicht skypen. Ich habe immer schon gesagt, Skype ist scheiße und ich hasse Skype, deswegen benutze ich es auch nicht. Also es tut mir leid. Und TS-mäßig jetzt auch nicht. Ich bin da mit den Altbekannten, beziehungsweise mit den üblichen Verdächtigen im TS. Meistens die Leute, die nicht sprechen, Hallo Biffa und Noxy, aber nein, Entschuldigung. Wie verlockend das Angebot auch ist, aber nein, und Skype hasse ich eh. Skype ist der größte Rotz, ich hasse Skype. Warum hasse ich Skype? Ganz einfach, weil man da alles hört. Wenn jemand gerade am Furzen ist auf dem Stuhl, während man mit ihm Skype, dann hört man alles. Sogar wenn währenddessen im Nebenraum die Eltern miteinander rumficken oder so und gerade eine Schwester machen. Das hört man einfach alles und das möchte ich nicht. Deswegen, nein, danke. Danke für das Angebot, aber nee. Das liegt jetzt nicht an dir, oder vielleicht doch, nein. Ich skype eh nicht mit Leuten, die ich nicht kenne, beziehungsweise ich ins TS gehen, ich muss sie erst kennenlernen. Ich bin da so ein bisschen schüchtern, sonst mache ich das nicht, weil sonst kriege ich immer Angst. So, was machen wir denn hier auf Server 23? Wir haben jetzt hier das Ding, wie wir bekommen, können wir nicht skillen. Und zwar können wir halt hier Ausdauer reinkommen, Ausdauer, Nebenattribute. Hätten jetzt 3 Tries, ja, machen wir halt 3 Tries, ne? Aufs Maulball! Aufs Maulball hab mich besiegt. Rang 18 oder? Das ist gar nicht mal so gut. Versuchen wir einen Try beim Hannes. Hallo Hannes, übrigens hat, glaube ich, der Jan gewonnen bei der Frage, wie würdet ihr euer ungeborenes Kind nennen? Der Jan hat gewonnen, nicht der Hannes. Der Hannes ist auch so ein schöner Name. Noch ein paar Versuche beim Little John. Oder wollt ihr ihn Little John nennen? Ist auch kein schöner Name. Little John. Ich bin der Little John und ich bin aus einer Gebärmutter rausgekrabbelt, denn ich bin Little John. Ich habe einen Stock in der Hand. Der Little John, das bin ich, der letzte Pilz, den klatschen wir weg. Alles hat heute Licht auf, Entschuldigung dafür, das ist hoffentlich akzeptabel, denn ich habe da jetzt gerade keinen Bock drauf. Ich könnte es machen, aber ich habe echt null Lust. Ich hoffe, das könnt ihr mitleben. Genau wie auf Server 1 habe ich jetzt 100 Alu gespielt, wie man das vielleicht hier erkennen kann. Und ich habe jetzt zweimal getrunken, ich habe alles rausgenommen, was ich hatte. Aber mehr nicht. Das heißt, ich hau jetzt die Stadtwache hier nicht rein. Denn habe ich das. Ich habe ein Spiegelteil, glaube ich, noch, ne? Nein? Ah, ich hatte doch letztes Spiegelteil. Habe ich nicht bekommen. Fuck. Hatte ich das nicht? Bin ich blöd? War das ein anderer Server? Welcher Server habe ich? Da brauche ich noch ein Spiegelteil. Keine Ahnung. Die Stufe 90 geworden ist auf jeden Fall ein richtig dickes, geniales. Nice. Ich hoffe, das respektiert ihr, dass ich Level 90 schon geworden bin. Das ist nämlich ziemlich genial. Server 1 nimmt mein Level so schnell. Das ist aber nur genial, super toll und super geil. Hier ist Auto scheiße. Tränke laufen. Na klar. Dann können wir jetzt eigentlich hier noch ein bisschen skillen. Ja, wir können eh nicht blättern. Oh, Moment, Waffenladen, haben das noch irgendwas Brauchbares hier? Nö. Das heißt noch skillen, Stärke, Ausdauer, hier noch ein bisschen rein, dann noch ein bisschen Stärke und dann noch ein bisschen Nebenattribute. Wunderbar, Arena-Kampf gegen den Lololol-Kollegen. 75 Gold, SA auf 65,53%. Die Post bringt man auch gleich, kaum neu hier und schon schreiben. Sehr gut. Dann machen wir noch einen, Moment, erst zur Gilde. Erst zu Gilde auf Server 1. Die Zuschauer sind hier am Start. Wo sind sie denn hier? Der Biver leitet das Ganze wunderbar. Super geil. Ich bin übrigens dabei, wieder Twitter zu benutzen. Mal schauen, ob ich es mache. Ich heiße übrigens auf Twitter Zuschauer 99. Mal gucken. So, schaffen wir jetzt den Schleimblob mit einem Try, den wir haben. Denn wir haben keine weiteren Pilze. Ich werde morgen hier auch aufladen. Das heißt, Server 23 und Server 1 lade ich auf. Also ganz ruhig. Morgen geht es dann wieder ganz fresh und ganz normal weiter. Nicht, dass ihr jetzt euch wundert. Lars, du hast keine Pilze mehr. Ich gucke deine Videos, weil du ganze Dungeon Tries machst. Guckt ihr nur deswegen meine Videos? Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, ich kann euch mit meiner Art überzeugen und nicht mit den Dungeons oder mit dem Geld, was ich raushaue. Schreibt es in die Kommentare. Ja, was ist denn hier los schon wieder? Was sagt denn hier Java schon wieder? Java sagt, nee, ich habe keinen Bock. So, ein Try. Und dieser Try wird ihn legen, jawohl. Und wir bekommen sogar ein Epic. Wie? Epic Brust? Scheiße. Das wäre cool, hätte jetzt gepasst. Also, wir klicken mal drauf. Gehen dann auf die Post nochmal. Kaum neu hier und schon schreiben. Hey ho, ich suche Server 31 noch ein paar Leute. Immer diese Leute, die mich fragen wegen und so weiter. Ich gehe auf Server 31 und gehe einfach in irgendeine Gilde rein, wenn ich ehrlich bin, die einfach gut aussieht. Betreff, hi Lars, deine Videos sind nice. Könntest du meinen Chat bewerten? Gruß der Schmaddes. Natürlich, Mr. Schmaddes. Mr. Schmaddes, Stufe 85 und ich, ja, komm. Ja. Itemmäßig bist du halt ein Hund-Alu-Gamer. Und das ist alles hier, oh, Glücksruhe. Oder was habe ich hier gesehen? Mit Glück, oh, weg damit, Kollege. Weg mit dem ganzen Rotz. Auch schon ein bisschen älter, oder? Es geht noch. SA pusht du so langsam, ist okay, auch für den Level, okay, okay. Aber nimm das Glücksding hier weg, weg damit, weggerotzt mit dem ganzen Scheiß. Meine Fresse.
Itemmäßig. Oh, du bist ein blonder Boy. Wie gesagt, Ashton Kutcher für Arme. Nein, nein, machen wir nicht. Intelligenz 579. Ich würde dir empfehlen, mehr in zu skillen und nicht so viel Glück. Mehr in skillen und dann ein bisschen Ausdauer, aber ein bisschen mehr in skillen und wie gesagt, das Glückgerät würde ich wegnehmen. Das ist nicht ganz so geil. Rüstung, schreibt der Kollege hier. Hol dir einen Stärkehelm. PS, wenn du auf dem gleichen Level wie ich bist, greif mich an oder auch jetzt. Gut für dein SA. Welches Level bist du denn? 102, ich bin aber 90 doch erst. Meine Rüstung ist auf 37 von 50%, was richtig scheiße ist. Richtig abgefuckte, super kacke. Entschuldigung für die Ausdrücke. Ich habe wieder Tourette, ja. Ich habe Tourette, ihr habt es rausgehört. Ist okay. Sonst haben wir noch was hier. Winke, winke. Warum winke, winke? Ich erzähl dir mal was. Eines Tages ging ein Fischer angeln. Dann hat er ein paar Fische gefangen. Ein Fisch ist über die Fische gesprungen. Dann sagte der Fischer, du darfst das nicht Thunfisch. Jetzt kommt der Teil, wo du es checkst und lachst. Oh Mann. Ja, lach, da ist die Lache. Der Thunfisch. Ich habe schon vorher gecheckt. Guck, Lan. Nigger, was? Nigger, Nigger, Niggest. Ich liebe dich, beste Let's Player ever. Aunukips 3. Ja, Rechtschreibung vor Sekunden. Mein SA, der Erik. Wie viel ist schon mein SA für mein Level? Deine Videos sind nice. Wir schauen mal eben. 46%, Stufe 41. Das ist akzeptabel, mein Freund. Du bist ein blonder Boy, mach weiter so. Du kleiner Lustknabe, ich würde dich gerne anketten und mit einer Peitsche auspeitschen. Fett kacken. Was? Was geht? Ich bin geil und du auch. Weißt du, was ein Tim auf einer Kuh ist? Ein Tim auf einer Kuh. Das war nicht witzig. Egal, du bist super geil und Edeka Schnitte. Edeka-Schnitte. Ich mag Schnitzel. Schnitzel. Nicht Schnitzel, sondern Schnitzel. Oh, diese Nachrichten. Mein SA, wunderbar. Punkt, Punkt, Punkt von Donnerstern. Ab welchem Level kann man in die Main? Ab einem guten Level. Welches Level bist du? 50, ja, das ist okay. Du bist bei Die Zuschauer. Die Zuschauer Wing. Ich würde mal sagen, so mit Stufe 258. Nein, wir gucken mal eben. Ja, so mit. Du kannst alles schon rein, mein Freund. Ich konnte dich inviten, mein junger Herr. Dies mache ich auch. Dann bekommst du ein... Nice. So, ich krieg einfach irgendjemand hier. Lukas, weg mit Lukas, weg mit dem Sack. Raus da, Kikin. Ist so gut. Oder war eine Frage, die lese ich auch gleich noch vor. In die Main. Ein Weiten. Komm in Main, Donnerstern. So, Donnerstern. Frage. Hallo, Lasi. Nur das wollte ich fragen. Wie, warum wolltest du Video machen? Weil dein Leben war dann langweilig, oder was? Bitte in Video beantworten. Ich habe Video getan, weil dann voll gut sein. Hat voll Spaß gemacht, manchmal ich das tun. Wenn wir so weiter tun, wir voll viel Spaß haben. Danke für Nachricht sein. Entschuldigung. So, das löschen wir auch mal eben hier. Guten Tag, der Swifty. Tut mir leid, die restlichen Nachrichten lese ich dann später. Ich liebe den Let's Plays, Mann. Yo, Mann. Discounter. Yo, Mann. Das heißt, wir gehen nochmal auf den nächsten Server. Das wäre Server 26. Viele haben sich gewünscht auf Server 26, dass ich dort weitermache und ich bin gerade am überlegen, ob ich beim Pilzdealer hier auflade. Es könnte passieren, ein sehr genialer Krieger. Er sieht so geil aus. Da muss ich mir noch eine Gilde besorgen. Ich guck mal eben, hier habe ich schon postmäßig was bekommen von wegen Gildenanladung. Hier, Saraku. Saraku hat mich invited. League of Legends. Nee, das ist eine ganz schön schlechte Gilde. Entschuldigung. Wer ist das denn? Der Alex 13. Alex, die Ringmeister. Rang 23, das ist ja... Das hört sich schon ziemlich fresh an, aber ich will eigentlich noch weiter nach oben. Top 10 Gilde müsste drin sein, oder? Top 10? Na? Was ist ein cooler Name? Die Chilling Magier? Nee. Tierisch gut kennen wir alle. Scrubs, die Anfänger. Das ist cool. Scrubs, die Anfänger gefällt mir auf jeden Fall. Ist jemand dabei, der mich gerne inviten würde, will bei Scrubs, die Anfänger? Oh, dieser YouTuber, der ist so eingebildet. Er denkt, er kann in jede Gilde einfach rein, nur weil er ganz viele Views und Abonnenten hat. Lars, du bist so eingebildet. Nein, bin ich nicht. Ich klopfe mir nur gerade selber auf die Schulter und werf mit dem YouTube-Money im Club. Like a Fuffi in the Club. Like a Babbo in the Club. Entschuldigung. Die Keks-Gilde. Ja, ist auch coole Gilde, die Kekse. Feltins. Ah, nee. Nee, nee. Wenn eine Top 10 Gilde Bock hat, dass ich reinkomme, dann komme ich rein. Ich werde wahrscheinlich hier aufladen etwas und 300 Alu nicht spielen. Vielleicht etwas und danach 100. Bitte lesen, wenn ihr das weiter wollt auf Server 26. Natürlich wird es krass, wenn Server 32 rauskommt plus Hero Zero. Ach, wir müssen gucken. So, das war's mit Check the Fidget. Bilder gibt's beim nächsten Mal wieder.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr dies hier bewertet. Denkt an die 100 Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Haust rein. Und tschüss, denn ihr seid alle nice. Tschüss.